Ja, willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3. Dieser sechste Teil, den habe ich Rückspiel genannt. Das ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Rückspiel unter anderem im Sinn von Playback. Ihr kennt das ja vielleicht noch aus eurer Jugend, aus der Hitparade. Die Künstler, die auf die Bühne gehen und während die Musiktitel, die sie aufgenommen haben, im Hintergrund laufen, die Lippen dazu einfach nur synchron bewegen. Lip Sync auf Englisch. So machen wir das jetzt hier auch. Ich spiele nämlich gar nicht. Das ist vielleicht der erste sehr lustige Moment. Da habe ich euch hoffentlich erfolgreich abgelenkt. Ich habe nicht gesehen, dass da dieser Mensch mit dem Eimer steht. Und er hat mich von der Brücke geschmissen. So, da sind wir jetzt direkt wieder oben am Ende Settlement. Und eben nicht mehr da unten an der Stelle, an der wir uns vorgearbeitet hatten und müssen, wie das so üblich ist bei Dark Souls, den ganzen Weg darunter von neuem machen. Hier werfen wir nochmal schnell einen Blick auf den Riesen, auf seinem Turm, mit dem Vogelschwamm drumherum und die Pfeile, die er schießt. Die schlagen ja unten an diesem Friedhof ein, wo wir jetzt schon auch waren ein paar Mal und auch gleich wieder landen. Das sieht einfach ganz gut aus, finde ich. So, aber damit jetzt hier rein ins Gebäude. Das Thema für heute, für diese Folge Rückspiel, ist so ein bisschen der politische Unterton, der bei Dark Souls drinsteckt und wie das mit dem stoischen Programm hier zusammenpasst. Hier übrigens sieht man, wie ein anfangs mühsamer Ort, wie dieser Turm, in dem diese vier Gegner sind. Beim ersten Durchgang war jeder von denen überraschend und es war alles gefährlich. Und wenn man dann weiß, wo die sind, kann man einfach durchgehen und die einen nach dem anderen ausschalten. Und diese ganzen schwierigen Stellen einfach im Eiltempo durchwandern. Ja, das Interessante an der stoischen Philosophie, wenn wir mal da anfangen wollen, mit dem Inhaltlichen, ist ja, dass unter den wichtigsten Vertretern der Philosophie, die wir heute noch so kennen und lesen, zwei gleich sind, nämlich Marcus Aurelius oder Marc Aurel heißt der Mann auf Deutsch und Seneca, die der römischen Macht und der Macht im römischen Imperium und Reich sehr, sehr nahe gestanden haben. Das waren jetzt keine, nicht wie Diogenes, keine Menschen, die in alten Weinfässern gewohnt haben und allen weltlichen Reichtümern abgeneigt waren, sondern das gehörten zu den wichtigsten, mächtigsten Menschen Europas. Also Marc Aurel war zu seiner Zeit vermutlich einfach der mächtigste Mann Europas, der Anführer der freien Welt, würde man heute sagen. Hier jetzt kurz ein bisschen Gameplay. Hier müssen wir jetzt natürlich wieder an diesen Feuerbombenwerfenden vorbei. Und gleich sehen wir, was das für Folgen hat, wenn diese Feuerbombe auf diese Fässer trifft. Es ist vom Game Design her ein bisschen seltsam, dass diese Fässer, wenn man sie zerhaut mit der Axt, einfach in kleine Scherben zerfallen, aber wenn ein Feuer drauf fällt, explodieren. Aber gut, kleine Meckereien. Ja, Marc Aurel war römischer Kaiser, war Anführer der beherrschenden Supermacht damals. Seneca hat ein bisschen komplizierteres Verhältnis zur Macht gehabt, aber war Berater von einem Kaiser, von Claudius. Und war dann auch Berater von Nero, der ja so ein bisschen der Trump seiner Zeit war. Das war im ersten Jahrhundert nach Christus. Und Seneca wurde 65 nach Christus von Nero gezwungen, Selbstmord zu begehen. Das heißt, Senecas Verhältnis zur Macht war, wie gesagt, ein bisschen komplizierter. Der war zwar sehr nah dran, aber am Ende hat er Macht aufgefressen und einen großen Topf auf dem Kopf gehabt. So, das war hier jetzt auch ein bisschen knapp. Das ist ja immer so ein bisschen gefährlich bei Dark Souls, wenn man schon mal gestorben ist und also die ganzen angehäuften. Es sind ja jetzt, soweit ich das überschauen kann, bei dieser Version des Spiels nur Seelen und keine Humanities. Da auf der Straße liegen, dann darf auf dem Weg dahin auch kein großer Unfug passieren. Diese Typen hier bringe ich immer um, wenn ich vorbeikomme.
Und das ist auch ganz interessant, was das Spiel mit einem macht. Ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen, dass der gesagt hat, überall, wenn er irgendwo ankommt und da sind Bodenplatten, die so ein bisschen uneben sind, dann wird er nervös. Und dieses Spiel macht Angst. Eigentlich sind diese, die da rumsitzen, ungefährlich, aber man weiß es halt nicht. Man weiß nicht, wenn ich da vorbeigehe, stehen die vielleicht dann auf und fallen mir in den Rücken. Und deswegen bringt man sich schon mal vorbeugend um. Und das ist ja auch, was Angst im wirklichen Leben auch macht. Angst verführt zum Angriff. So, jetzt sind wir gleich so weit, dass wir die Seelen wieder einsammeln können. Und dann hoffentlich vorwärts und Fortschritt machen. Hier ist noch einmal einer von diesen Gegnern, den ich bemerke. Und das Schöne an Dark Souls ist ja, dass es tatsächlich fair ist in dem Sinn, dass man selber zwar von Bullshit umgebracht wird die ganze Zeit, von irgendwelchen versteckten Gegnern und immer runterfällt, aber den Spielfiguren geht das durchaus aus. Jetzt ist halt dieser Priester ja gerade von der Brücke gefallen. So, hier geht es noch weiter, dass ein Eingang versperrt ist von einem Hund. Den lassen wir erstmal noch und erkunden stattdessen hier diese paar Häuser, die da stehen. Da sehen wir auf Anhieb drei Leute mit diesen Töpfen. Das heißt, da ist ein bisschen Vorsicht. Da kommt schon wieder einer angeflogen. Ja, Macht und Dark Souls. Es ist ja, was den Plot, ich sage jetzt nicht der Spiele, weil den von Dark Souls 3 kennen wir noch fast gar nicht und den von Dark Souls 2 kenne ich gar nicht. Aber im ersten Teil ist es definitiv so, dass das Verhältnis von Machtlosigkeit und Macht, übrigens nochmal ein sehr lustiger Moment, ich weiß gar nicht, warum ich da zurückgewichen bin. Ich hatte eigentlich noch genug Energie, genug Health, aber man möchte dann vorsichtig sein und fällt dann halt direkt ins Loch. Ein drittes Mal. Warum denn auch nicht? Das ist ja, wie gesagt, das ist ja das Spielprinzip hier, dass man kleine Fehler macht und dann dafür bezahlen muss, indem man immer wieder dasselbe macht. Auch der Anlass für diese Videoreihe, wie im wirklichen Leben, das ist als Metapher fürs Leben natürlich. Ja, Macht im ersten Teil. Das Interessante am ersten Teil ist ja, dass wenn man den zum ersten Mal spielt und wenn man den vor allem im Vorwissen spielt, man so eine Standard Fantasy mehr vorgesetzt kriegt. Die Untoten sind verflucht immer wieder aufzuerstehen und immer wieder dieselben Wege gehen zu müssen, dieselben Tode zu sterben. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Fluch zu durchbrechen, das zu beenden. Und zwar machen wir das, indem wir die Flamme, also es gab eine First Flame, eine ursprüngliche Flamme, die ist am Verlöschen gewesen. Das ist in der Vorgeschichte, die ist schon am Verlöschen gewesen. Und dann kam Gwyn, eine gottartige Figur, und hat diese Flamme wieder gestärkt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Flamme, die Gwyn angefacht hat, die jetzt auch schon wieder am Verlöschen ist, die neu zu entfachen und dadurch die Untoten zu erlösen. So ein klassischer, würde ich sagen, Fantasy-Plot. Wir retten die Welt vor dem Bösen, indem wir Feuer, das ist ja Licht, also auch von den Metaphern, die da drin stecken, ist das so ein Klischee. Und dann glaubt man das als Spieler und die Figur glaubt es sowieso. Und man unternimmt also alle Anstrengungen, um am Ende diese Flamme wieder zum Leben zu erwecken. Und stellt dann vielleicht, wenn man das wirklich jetzt ohne auf jeden Hinweis zu stoßen durchgezogen hat, merkt man vielleicht nur ganz, ganz am Ende, nachdem man diese Flamme gezündet hat und man steht dann da mit ausgebreiteten Armen und sieht, man gerät in Flammen und man wird jetzt verbrannt. Und das wird voraussichtlich jetzt auch kein schneller Tod sein, weil wir sind ja untot, wir können nicht sterben, wir werden immer wieder geboren, das wissen wir. Das heißt, wir sind da jetzt wahrscheinlich in so einer philosophischen Horrorsituation,
dass wir immer wieder dauerhaft verbrennen. Bei lebendigem Leib. Und das ist nicht das Happy End, das wir erwarten. Wir haben vielleicht den Untoten erlöst, aber der Preis ist doch ein steiler. Und dann ist ja die Spielmechanik von diesen Dark Souls-Spielen interessanterweise so, dass man mit einem Mal durchspielen nicht fertig ist, sondern dann kann man ein zweites Mal mit allen Erfahrungen, die man gemacht hat und auch mit allen Waffen und Level Aufstiegen, die man gesammelt hat, kann man das Spiel ja ein zweites Mal machen. Und wenn man dann Dark Souls ein zweites Mal spielt, dann macht man automatisch an einigen Stellen vielleicht andere Dinge. Und wenn man bestimmte Dinge, ich will jetzt gar nichts spoilern, die es wissen, wissen es eh, und die es noch nicht wissen, haben es noch nicht gespielt und können es deswegen selber rausfinden. Aber man kann bestimmte Dinge nicht machen oder in anderer Reihenfolge machen und dann hört man plötzlich eine ganz andere Geschichte. Dann hört man die Geschichte, dass diese erste Flamme von diesen gottartigen Gestalten, dass das auch schon auf Verrat beruht. Also ich sage jetzt auch schon, weil es steckt ein Verrat am Spieler hinter dem Ganzen. Und diese erste Flamme, das war der Verrat an den Drachen. Die ursprünglichen Herrscher der Welt waren die ewigen Drachen, die Everlasting Dragons. Und die hat Gwyn, so eine Allianz aus zwielichtigen Gestalten, die wir alle auch umbringen in Dark Souls 1, hat diese Everlasting Dragons vom Thron gestoßen und umgebracht. Darunter ein neidischer Drache, der seine Kollegen umgebracht hat. So, jetzt gehen wir hier in diesen Shortcut, so kurz wieder Pause machen, um ein bisschen wieder aufs Spiel zu achten. Hier die sehr schöne Nachricht, if only I had a message, die jemand hinterlassen hat. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und da tatsächlich mal positives Feedback hinterlassen. Denn das fand ich tatsächlich sehr lustig. In diesem Gang sind ein paar kleine Ratten, ist alles nicht weiter schlimm, nicht weiter dramatisch. Ich ahne schon, dass dieser Gang auf der anderen Seite, weiß ich ja, ist das Bonfire, an dem wir auch schon waren, das dann zu diesem Friedhof führt, wo die Pfeile einschlagen. Und da war eine Brücke, die zu einem verschlossenen Tor führte, so wie das Tor hier auch verschlossen ist. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier irgendwann an diesem verschlossenen Tor rauskommen, das von hinten aus machen. Wir sind erstmal noch ein, zwei kleine Ratten. Und dann in typischer Dark Souls-Manier ist da plötzlich in diesem Leben halt eine Riesenratte, die aber jetzt kein großes Problem mehr darstellt zu diesem Zeitpunkt. Ja, diese First Flame wurde also von diesem Trupp von Verrätern den Drachen abgetrotzt und dann gezündet. Und die andere Story, die man dann erfährt, wenn man Dark Souls 1 zum zweiten Mal spielt und eben diese anderen Spielmanöver macht, dann trifft man auf andere Figuren und die erzählen einem, dass diese erste Flamme das Zeitalter der Götter, dieser Gottesfiguren, umschrieben hat. Und das ähnlich wie bei Tolkien, wo die Zeitalter mit einer herrschenden Spezies, ist nicht ganz das richtige Wort, aber mit so einem herrschenden System, sag ich mal, als politische Metapher. Also es sind natürlich dann, bei Tolkien sind es Elfen und Zauberer und diese Maya und Valar, diese komischen vergeistigten Wesen aus der frühen Schöpfungszeit. Aber gemeint ist natürlich, dass es verschiedene Herrschaftssysteme gibt, die einander ablösen in diesen Zeitaltern, bei Tolkien auch und eben auch bei Dark Souls. Und dieses System, das mit dieser Flamme etabliert worden ist, das soll eigentlich enden. Das wäre der Verlauf der Weltgeschichte und der Dinge. Und es soll die Dark Soul, deswegen heißen die Spieler auch so, Dark Soul, was ist die Dark Soul? Und wenn man Dark Souls 1 gespielt hat, dann kennt man die Humanities, also diese merkwürdig benannten, diese Menschlichkeit heißt das ja übersetzt. Das sind so kleine schwarze, mit so einer weißen Umrandung, so kleine schwarze, geisterhafte Gestalten. Die Dark Soul ist die Seele des Menschen. Das heißt, was man eigentlich machen muss, ist dieses Licht, diese erste Flamme auslöschen. Und man wird aber von den Göttern belogen. Man wird manipuliert von den Göttern dahingehend, dass man diese Flamme neu zündet. Wenn man sie doch eigentlich
in so einem metaphysischen Sinne ausgeschlossen sein. Übrigens nicht wundern, ich habe das ein bisschen geschnitten, damit es ein bisschen straffer ist. Zwischen einem der Lagerfeuermomente war ich in einem feiernden Schwein und habe die Seelen ausgegeben, deswegen sind das jetzt nur noch 1690. Die sind nicht verloren gegangen, die sind umgesetzt in Levelaufstieg. Also man wird, die Spielfigur wird von der Macht belogen. Sie wird manipuliert. Und es ist jetzt nicht weit hergeholt, dass das in diesem Spiel wahrscheinlich ähnlich sein wird. Wir wissen ja noch nicht genau, was wir machen sollen. Und wir wissen auch noch nicht genau, warum wir das machen sollen. Aber wahrscheinlich wird auch da wieder Lüge und Manipulation eine Rolle spielen. Denn das ist das Wesen dieser Welt. Und das ist ja auch in einer gewissen Weise, dass das die Natur von Macht, wer Macht über andere hat, das äußert sich ja unter anderem darin, dass man diesem anderen dann Dinge erzählen kann, die nicht stimmen, um sie dazu zu kriegen, Sachen für einen zu tun. Oder auch Dinge erzählen kann, die stimmen. Das ist ja jetzt gar nicht, man muss ja nicht unbedingt lügen. Man hat aber die Kraft, durch das, was man sagt, die anderen dazu zu kriegen, dass sie was machen, was nicht in ihrem Interesse primär liegt, sondern im Interesse des Mächtigen. Das war der Dark Souls Moment. Dark Souls Moment. Und deswegen beim Spielen, man weiß natürlich, wenn man um so eine Ecke biegt, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwas, was mich gleich anspringt. Wenn man Pech hat, springt es einen so an, dass man direkt tot ist, aber auch damit muss man rechnen. Es ist jetzt, wie gesagt, um diese beiden Themen zusammenzuführen, total interessant, dass dieses Machtthema, was sich ja komplett durch Dark Souls zieht, man selber ist ja ein Niemand. Man ist jetzt nicht der Held, man ist der im ersten Teil The Chosen Undead, nennen einen die ganzen, die einen manipulieren wollen. Und die Manipulation übrigens geht ja im ersten Teil, jetzt spoilere ich doch ein bisschen, aber ich gehe davon aus, dass wer solche Videos guckt, Dark Souls auch gespielt hat. Im ersten Teil geht das ja noch so weit, dass der schönste Moment im Spiel, wenn man aus Sans Fortress von diesen Gargoyles über die Mauer getragen wird und dann Anor Londo in diesem goldenen, warmen Licht vor einem liegt, das ist alles auch gelogen. Das ist ja eine Illusion, die von Gwendolyn erzeugt wird. So, jetzt mach kurz Pause. All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you go find a coffin to huddle up inside. You here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Also, das ist jetzt natürlich, das spielt genau in dieses Thema auch rein. Faceless, undead. Die vor uns gekommen sind, hat er angesprochen. Das heißt, wir sind schon wieder jemand, der hier irgendwas erreichen soll. Und aber gar nicht der Erste ist oder der Einzige oder der Beste, der das erreicht, sondern einfach nur einer von vielen. Und natürlich war jetzt in dieser kleinen Rede, die er gehalten hat, auch eine massive Anspielung auf die Spielmechanik selber mit diesem Sterben und immer wieder dasselbe versuchen und scheitern und sterben und scheitern und sterben und so weiter. Das macht Dark Souls ja auch gerne mal, dass es so ein bisschen selbstreferenziell über sich selbst redet. Aber das Schöne an den Spielen ist ja auch, und warum die so toll sind, warum auch diese philosophische Aufbau so toll ist. Hier überlege ich jetzt gerade, ob man nicht da vielleicht runterspringen kann. Und die Antwort ist, man kann nicht.
warum diese Spiele diese ganz geschlossene Ästhetik haben, ist, dass eben diese Spielmechanikprinzipien, dieses immer wieder sterben, neu auferstehen und gegen frustrierende Gegner immer von neuem einen rüberkriegen, dass das sowohl innerhalb der Geschichte als auch als Spielmechanik funktioniert und Hand in Hand geht, sodass wir als der, der den Avatar steuert, der diese Spielfigur steuert in dieser Welt, auch Teil der Welt sind. Also die Mechanik, die die Spielfigur quält, ist gleichzeitig die Mechanik, die auch uns als Spieler quält. Und dadurch sind wir noch weniger getrennt, als wir das eigentlich eh schon wären. Also durch die, ne, die hochauflösenden Grafiken und die ganzen emotionalen Momente, wenn man um die Ecke biegt, dann springt einen der Hund an. All das zieht einen ja in der Wahrnehmung und in der Gefühlslage ohnehin schon in diese Spielwelt. Aber dann kommt eben noch dieses Element dazu, dass die Frustration, die man empfindet, eine ist, die die Spielfigur auch empfindet an der Stelle. Und man dadurch emotional auch sehr damit übereinstimmt. So, jetzt müssen wir uns nochmal durch diesen ganzen mörderischen Hühnerhaufen erhöhen. Ja, und wie gesagt, im Sinne der Stoic Challenge, das fällt mir jetzt natürlich extrem leicht gerade, weil ich selbst nicht spiele. Das ist ja übrigens auch ganz interessant, dass selbst wenn jetzt was schief gehen würde, obwohl ich das ja gespielt habe, also jetzt das zum Beispiel, also würde mir das passieren, während ich spiele, ein bisschen aus der Ruhe bringen vielleicht. Jetzt beim Zuschauen nicht weiter dramatisch. Bin ich gerade auf dem Weg, nochmal in dieses Loch zu fallen, tue es dann aber doch nicht. Und das ist auch so ein bisschen der andere Grund, warum ich das Rückspiel genannt habe, weil das für mich sozusagen, ich war auch, als ich das durchgespielt habe, jetzt nicht sonderlich frustriert. Ich glaube, dass die Stoic Challenge auch schon tatsächlich ihre Früchte zeigt. Aber jetzt ist das natürlich quasi für mich auch unterhaltsam, das anzuschauen. Also, diese Stoic Challenge, wie gesagt, basiert auf dem Buch von William B. Irvine, einem Philosophieprofessor, der den wichtigen Punkt macht, wo wir dann auch wieder zu der Machtfrage und zu diesen alten Stoikern aus der klassischen römischen Zeit zurückkommen, dass Philosophie heutzutage, und das ist ein großer Unterschied dazu, wie Philosophie in der Antike funktioniert hat, eigentlich kaum noch praktischen Nutzen produziert. Philosophie, das ist sowas, was man akademisch betreiben kann. Man kann sich akademisch Fragen stellen. Man kann natürlich auch, heutzutage wäre wahrscheinlich die Hauptaufgabe der Philosophie, sich darüber klar zu werden, was wir mit den ganzen Erkenntnissen aus Psychologie und Neurowissenschaft eigentlich machen. Mit diesem ganzen Wissen, mit diesem ganzen angehäuften Wissen darüber, wie das Gehirn funktioniert, wie die Wahrnehmung funktioniert, welche Fehler wir auch beim Wahrnehmen machen, welche Fehler wir beim Denken machen. Dass es zum Beispiel das Ich nicht in einem objektiven Sinn gibt, sondern dass das eine Illusion ist, die uns unser Gehirn erzählt, um bestimmte Dinge praktisch möglich zu machen. All diese Dinge müsste die Philosophie ja eigentlich aufnehmen in sich und verarbeiten. Das passiert auch bei einigen Philosophen, das passiert weniger als es sollte. Aber abgesehen davon ist vieles von dem, was in der Philosophie stattfindet, akademisch in dem Sinn, dass es sehr, sehr interessante Themen sind. Aber ein Laie, der jetzt zum Beispiel ein willkürliches Beispiel, das Paper What is it like to be a bat? Ein hochspannendes Paper über Fragen des Bewusstseins und können wir überhaupt wissen, wie es ist, ein anderes Bewusstsein zu sein? Und werden wir je wissen, wie das Bewusstsein einer Fledermaus gestaltet ist? All diese Fragen. Da folgt aber zunächst mal und auf jeden Fall innerhalb der Struktur des Papers nichts für die Lebenswirklichkeit eines potenziellen Lesers. Das ist keine Lebensphilosophie. Das ist ein
schlimmer Begriff, ein sehr kitschiger Begriff, der meistens auch, wenn der verwendet wird, ist das kein gutes Zeichen. Aber es ist trotzdem, da gebe ich Irvine recht, das ist eine seiner Positionen. Das ist ein bisschen schade, dass das weggefallen ist. Philosophie hatte in der Antike nämlich den Anspruch und den Auftrag, sowohl die Welt zu durchdringen und zu begreifen, warum ist alles so, wie es ist, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts, diese ganzen abgenudelten Fragen, die ja alle, also ich, das meine ich gar nicht abwertend, die sind ja die Fragen, die im Kern von allem stehen. Die wollen wir ja verstehen. Müssen wir nicht verstehen, denn wir können sie wahrscheinlich nicht verstehen in einem wirklichen Sinn, aber wir wollen uns an ihnen abarbeiten. Aber diese Fragen sind ja nur ein Aspekt, und der andere wichtige Aspekt ist, wie soll ich leben? Wie mache ich das, dass ich meinen Alltag so lebe, dass ich zufrieden bin, dass andere mit mir zufrieden sind, dass das Lebensglück entsteht? Und das war in der antiken Philosophie ein genauso wichtiges Thema, die Grundfragen nach dem Wesen der Natur und der Materie und der Welt und der Seele und sowas. War die Frage, was mache ich, wenn ich mich streite? Diese, was man heute eher in Self-Help und Lebensberater-Sektionen im Buchhandlung findet, das ist eigentlich ja auch Philosophie. Und das ist eben in der stoischen Philosophie ganz speziell, ist das ja quasi der Kern der Philosophie. Die stoische Philosophie an sich sagt wenig über den Kosmos und die Struktur von Welt und Natur. So, hier übrigens, das ist jetzt kein Unfall, sondern das hatten wir von der Brücke aus ja gesehen, dass hier unten ein Weg ist, der da lang führt. Die Brücke ist da oben und hier unten, und auch das wieder eine Designerwartung, wenn so ein Weg, auf den man fallen kann, auf der einen Seite in einen Raum führt, dann ist auf der anderen Seite wahrscheinlich ein Goodie zu holen. Und da ist es auch. Ja, aber ansonsten ist hier dann Sackgasse und dann geht es da drinnen weiter. Die Lebensphilosophie war den Stoikern auch ein wichtiger Punkt. Und das ist, wie gesagt, auch der Kern der stoischen Philosophie. Eben diese, was heute oft missverstanden wird, weil das zumindest im Englischen auch, oder im Deutschen ist das, glaube ich, ähnlich, das Wort stoisch oder stoic hat so die Bedeutung von gefühllos bekommen. Also man reagiert einfach gleichmütig auf alles. Und das war definitiv bei den antiken Stoikern nicht so, und das ist auch definitiv eigentlich gar nicht wünschenswert. Denn positive Emotionen, da ist ja nichts falsch dran. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Lehre des Stoizismus ist, hab keinen Spaß an irgendwas. Hier übrigens wieder der Blick auf das andere Bonfire drüben und auf diesen Friedhof. Und hier sieht man auch jetzt sehr gut, dass natürlich diese Tür oben, die wir vorhin nicht aufbekommen haben, mit Sicherheit von dieser Seite und über den Friedhof dann zu öffnen sein wird. Aber erstmal sind wir hier noch nicht fertig. Diese fahrwerfenden Gestalten. Und noch ein dritter hier oben. Und dann auch das wieder ein Prinzip, das ich im Spieldesign leider, sage ich mal, so ein bisschen erwartbar geworden ist. Wir haben diesen Weg, der hier raufführt, und da finden wir natürlich dann eine wichtige Figur. My abode. I am Cornix, an old pyromancer. Den Pyromancer, der hat uns noch gefehlt in der Sammlung. As you see now. But here we are. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp.
The pleasure is mine. Nicht ganz klar, was das bedeutet, dass er davon redet, dass die unkindled, und da sind wir ja einer davon, großartige Gefäße sind. Gefäße wofür? Aber das ist für Dark Souls ist ja erfahrungsgemäß geizig mit seinen Erkenntnissen. Wir werden sehen, was wir so im Laufe des Spiels uns so zusammenreimen können. Es ist auch nicht ganz klar, unkindled. Ist das jetzt der Zustand, in dem wir gerade sind, in dem der Ember nicht aktiv ist? Das sieht man ja hier links oben an diesem grauen oder beigen Steintäfelchen oder was auch immer das sein soll. Es glüht ja dann, vielleicht ist es auch Asche. Oder sind die unkindled oder beziehungsweise ist man dann kindled, wenn man einen Ember aktiviert hat? Wir werden es vielleicht alles noch erfahren. So, die Erkenntnis von Irvine, dass die Philosophie so ein bisschen ihren Anspruch, das Leben der Menschen zu gestalten, aufgegeben hat und dass das sehr schade ist, finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, sein Buch ist ja auch die Inspiration für dieses ganze Projekt hier, um mal zu sehen, ob man nicht mit der stoischen Philosophie Computerspielen attraktiver gestalten kann und was man daraus für Schlüsse für sein eigenes Leben ziehen kann. Denn das, um das nochmal zu sagen an der Stelle, das Projekt ist ja zu lernen, wie man mit Frustrationen fertig wird. So, ich habe jetzt hier gemerkt, erste Flasche ist alle, Health ist auch nicht mehr ganz voll und das nächste Bonfire ist weit weg. Und deswegen bin ich hier nochmal runtergesprungen, um dann dieses Bonfire gleich als Verkehrsknotenpunkt zu benutzen und hier rauszureisen. Auf die andere Seite, glaube ich. Das ist der schnellste Weg ist. So, das heißt, jetzt versuchen wir diese geschlossene Tür da uns der von der anderen Seite zu nähern. Und nicht vergessen, wir haben auch da hinter dem NPC, der Figur, die wir gerade getroffen haben, die uns die ganze kleine Rede gehalten hat von nur Kanonenfutter für die Mächtigen sind. Da war auch noch mal eine große Tür. Auch da müssen wir früher oder später die Tür aufstoßen und nachgucken, was dahinter wartet. Aber jetzt gehen wir erstmal in diese Richtung. Die stoische Philosophie hat ja so als Kernelement eben gesagt, nicht hab keine Gefühle, sondern hab keine negativen Gefühle. Lass dir nicht in einer Situation, in der es dir eh schon schlecht geht, weil gerade was schiefgelaufen ist, die Sache noch verschlimmern dadurch, dass du dich emotional und gedanklich sehr darauf konzentrierst, was da schiefgelaufen ist. Und wo wir gerade davon reden, was schiefläuft, das hätte auch sehr schief sein gerade. Das Lustige an dieser Sektion hier ist ja, dass der Riese unterschiedslos auf uns und auf diese Gestalten schießt und uns dadurch viel weiter abhält. Drinnen, alles voller Gegner. Erstaunlicherweise noch nicht gestorben. Rubbish. Herzlichen Dank, Spiel. Da oben ist noch ein Shiny. Das möchten wir gerne haben. Leitern gibt es nicht. Dann gehen wir da hier rum und sehen schon, hier ist ein kleiner Fortsatz von diesem Holz. Da springen wir drauf und dann klappt das schon. Die Great Scythe. Und dann sehen wir da unten noch weitere Shinies und stellen fest, dieser Friedhof ist natürlich, ist klar, also vor allem wegen der Pfeile. Man muss ja einen Grund haben, sich da aufzuhalten, wo es diese Pfeile regnet und deswegen sind hier jede Menge Arbeitsklamotten. Tja, das ist eine Schatzkiste. Das ging sehr schnell, das war auch ein Kleidungsset. Hier nehmen wir was.
hier zu Ende. Be wary of above ist sehr, sehr hilfreich. Also außer der Autor hat damit noch was anderes gemeint als diese Pfeile, ist das ein bisschen albern. Weil wenn man da angekommen ist, dann weiß man schon, dass es hier Pfeile regnet. Übrigens, was das Sounddesign angeht, haben sie keine Rücksicht darauf genommen, dass der Riese ein großes Stück entfernt ist. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Das war der Grund, warum ich nochmal zurückgeschaut habe zum Riesen. Ich erinnere mich da gerade dran. Schlechtes Playback gerade, merke ich. Denn das Geräusch dieses Pfeils hört man genau in dem Moment, in dem der Riese den Pfeil auch los ist, dass die Höhle 100 Meter entfernt ist und das eigentlich ja zeitversetzt passieren müsste. Ein, zwei Sekunden nachdem oder nach. Ja, ein paar Sekunden Bruchteile nachdem der Riese ihn abfeuert. Das haben sie nicht berücksichtigt, aber die Pfeile haben eine sehr lange Flugzeit. Das stand schon. So, ich. Renne jetzt gerade so ein bisschen durch das Shiny da unten auf dieser Steininsel. Das von hier oben vielleicht bekommt und dann aber sehen wir, springen über diesen schmalen Abgrund und leider kann der Riese aber auch hier hin seine Pfeile feuern. Also gucken wir erstmal noch, was es hier gibt. Und immer wenn es so friedlich wird in einem Dark Souls-Spiel, dann ahnt man schon, dass man auf eine Konfrontation zueiert. Hier so eine große Arena. Dann ahnt man es endgültig. Das ahnen wir, wird die Tür sein, die uns jetzt auf die andere Seite hier bringt. Da wo wir von hier waren wir da schon. Und genau so ist es auch. Und da ist klar, wenn wir da reingehen, dann bricht der Teufel los. If only I had a phantom, be wary of beating to a pulp. Ambush, alles keine guten Zeichen. Und wie gesagt, meine Estus-Flasche ist leer. Meine Health ist knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Das macht keinen Sinn, das jetzt auch noch auszuprobieren. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen, habe einen unmerklichen Schnitt eingebaut. Und wir sind jetzt mit voller Estus-Flasche und vorbereiteten Weapon-Buffs, also Charcoal Bonding, das macht einen Feuerbuff auf die Waffe. Und schauen jetzt mal, was hier passiert. Das war nichts Aufregendes, aber jetzt kommt die Musik. Das muss wohl irgendwo. Aha, da fängt der ganze Baum an. Tolkien End, der auch seine eigenen Minions hier platt balzt. Er hat das Feuer an die Axt gemacht. Und traditionell macht Feuer ja viel Schaden bei Baumgegnern in Dark Souls, aber hier passiert einfach gar nichts. Panzert. Ich mache einfach gar keinen Schaden. Mit Feuerbombe geworfen, auch die macht keinen Schaden. Ich
Währenddessen spawnen immer neue von diesen kleinen Gegnern. Der Baum ist nicht zu beschädigen, meine Haut ist schon zur Hälfte weg. Ein Dark Souls mehr. Und dann irgendwann einer tot und hab noch keinen Schaden gemacht. Ich habe den Gegner noch nicht mal beschädigt zu diesem Zeitpunkt. Weil ich noch nicht weiß, wie das geht. Die Angriffe sind natürlich extrem langsam. So, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dass vielleicht der nicht ganz ohne Grund diese merkwürdigen weißen Kröten zwischen den Beinen hat. Flasche ist alle. Ich glaube, in diesem ersten Versuch bin ich noch auf gar keine Idee gekommen. So, ich versuche jetzt zu entkommen. Das geht aber natürlich nicht. Lässt mich nicht raus. Rest ist alle. Haut ist alle. Ein Verzweiflungsmoment. Damit ist der erste Angriff auf den Cursed Rotted Greatwood glorios gescheitert. Der Gegner, der Boss hat keinerlei Schaden genommen. Einfach gar keinen. Und wenn wir uns jetzt die Loading Screens angucken. Wir nähern uns dem Ende dieses Videos. Das war natürlich unfreiwillig, das noch als Pointe verwahren. Ich habe ja erzählt, wie bei den vorigen Videos immer irgendeine Aufnahmekomponente nicht funktioniert hat. Entweder ist das Mikro ausgefallen oder die Bildaufnahme oder die Spielaufnahme hat nicht funktioniert. Und als das dann endlich alles im Kasten war, habe ich weitergespielt. Und an dieser Stelle war ich eigentlich schon gute Dinge. Ich weiß tatsächlich auch, was die Stoic Challenge angeht. Obwohl ich ja jetzt, ich weiß nicht, ob ich nicht mitgezählt, aber vielleicht 5-6 Mal gestorben bin. Ganz entspannt dabei. Das eine Mal, wo ich rückwärts zum Beispiel runtergefallen bin, habe ich tatsächlich gelacht. Das war tatsächlich ein Genuss. Hier sehe ich jetzt übrigens auch für die Vollständigkeit. Bei dem Teil, den ich rausgeschnitten habe, zwischen dem ersten Ankommen in der Boss Arena und dem zweiten Ankommen in der Boss Arena, habe ich von dieser Insel rechts das Shiny geholt, bin dabei auch noch einmal gestorben. Die große Gefahr ist, da ist eigentlich nichts gefährlich, man kann einfach rüberspringen und wieder zurückspringen. Aber diese Pfeile, man sieht das schon, die Pfeile schlagen einen ja nicht nur Schaden, sondern die werfen einen auch so ein Stück durch die Gegend, wenn die einen treffen. Und wenn einem das am Rand von dieser Insel passiert, dann fällt man da runter. Und das ist mir dann passiert, das ist so, aber wie gesagt, ich habe das also dieses Spiel, was wir jetzt gerade sehen, nachdem all diese Aufnahmen schief gelaufen sind, habe ich das gespielt bis zu dieser Stelle. Wir kommen jetzt gleich wieder beim Great Rotted Wood an. Noch bester Dinge, sehr entspannt, sehr, sehr stoisch. Das Spielen genossen und alle Rückschläge
tatsächlich im Sinne der Stoic Challenge ertragen. Nicht nur ertragen, sondern die eigentliche Kunst ist ja, glaube ich, wenn man es schafft, sich in einen Zustand zu bringen, in dem man den Rückschlag nicht nur erträgt, sondern sich über ihn tatsächlich freut. Das klingt, wenn man das im Buch liest, bei Irvine, da steht das explizit so drin, man soll sich freuen darüber, dass einen die stoischen Götter, die er ja da benutzt für, in eine Situation bringen, dass man sich jetzt verbessern kann. Und das habe ich erreicht eigentlich. Ich habe mich tatsächlich, als ich da rückwärts runtergefallen bin, habe ich mich über meine eigene Blödheit gefreut. Und dann am Ende von all dem, aber ich will nicht vorgreifen. Gucken wir erstmal noch, was unser Held mit dem unverwundbaren Baum jetzt macht. Ich habe ja leider die Pointe schon vorweggenommen, das ist ein bisschen schade jetzt, aber Playback ist Playback. Das wird jetzt auch nicht mehr neu aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich jedenfalls noch nicht, wie man diesen Baum angreifen kann. Das habe ich mir falsch gemerkt. Hier suche ich jetzt noch, ob ich irgendwas übersehen habe, irgendwelche Eingänge, ob man vielleicht an diesem Baum einfach vorbei kann und ihn später, so wie den Drachen oben, später nochmal wiederkommen. Sieht aber nicht so aus. Tja. Jetzt ist die ganze Bande wieder aggro. Dann werden wir natürlich einfach auch aggro. Aber wir haben ja schon gelernt, der Baum macht die eigentlich schneller tot. Jetzt hier direkt durch Nachdenken das Rätsel gelöst, herausgefunden. Das hat wahrscheinlich einen Grund, warum er da diese merkwürdigen weißen Buch gehoben hat. Das ist nicht einfach nur eine Platzierung. Und so ist ein Drittel seiner Karte. Und dann macht er diesen verärgerten Sprung, der Boden bricht auf und die ganzen Stürme und das heißt, jetzt haben wir den eigentlichen Das ist die Hauptaufgabe. Und dann jetzt ist klar, diese weißen Wucherungen hier in der Hand. Das ist unser Ziel. So, dann war jetzt, da hat das Video kurz ausgesetzt, weil die Stunde voll war. Dann schaltet Xbox automatisch die Aufnahme ab. Das gefällt jetzt nicht viel, das fehlt dann 2 Sekunden. Neue Wucherungen gebildet, die kann man kurz und klein schlagen. Alles ein bisschen nachzüglich, möchte ich an der Stelle mal dazu sagen. Aber es läuft eigentlich bislang gar nicht schlecht. Jetzt ist er fast schon auf halber Health runter. Ich leider auch, aber ich habe ja noch ein paar Estus. Ich habe jetzt leider die Feuerbombe aktiviert. Und dieser Arm, das ist so ein bisschen wie Bell of Chaos, ein bisschen ähnlich ärgerlich. Jetzt haben wir wieder einen von diesem Wucherungsabschnitt kaputt gemacht. Beim Anschauen dieses Videos bin ich zum Schluss gekommen, dass wahrscheinlich auch diese Hand, die ist ja auch hat dieselbe weiße Struktur, dass auch die angreifbar sein wird. Diese mittlere Hand, die da aus dem Haus kommt. Ich sehe auch hier an den Händen und Füßen jeweils so eine Blase. Hier rechts ist eine. Während da in der Mitte jetzt nichts mehr zu machen ist, jetzt hat er uns gefangen. Die erste Flasche ist leer. Und jetzt nochmal mit Firebombs. Er ist jetzt schon auf dem Weg zum Drittel herauf. Wir machen guten Fortschritt. Aber es zeichnet sich schon, dass das in diesem Durchgang wohl nicht mehr klappen wird. In der Verzweiflung mal noch einen Versuch zu sehen, ob hier irgendwas rumliegt, was mich rettet. Ich finde einen Hungerbone, das wäre natürlich jetzt
eine Möglichkeit, wenigstens die Seelen hier rauszuretten. 9800 Meilen. Und dann 100 Kronen nach Hause zu fliegen. Der Gegner ist, also hier sieht man jetzt auch überall diese weißen Blutkaronen. Ich habe sie damals im Spiel nicht gesehen. Ich gehe dann trotzdem aufs Holz raus. Alles nimmt kein Gutes an. Also das siebte oder achte Mal in diesem Durchgang gestorben. Und wieder zurückversetzt an dieselbe Stelle. Wieder müssen wir hier durch. Übrigens das auch ein Fehler, den ich beim nachträglichen drüber nachdenken sehe. Nachdem die Tür oben offen ist, nachdem wir diese große Tür aufgemacht haben, wäre natürlich der Weg auf der anderen Seite der einfachere und kürzere. Vor allem mit weniger Gegnern. Hier muss man ja an diesen ganzen Friedhofsbesatzungsmitgliedern vorbei. Da überlege ich auch kurz, ob ich vielleicht auf der anderen Seite gehen soll, und unerklärlicherweise entscheide ich mich dann dagegen. Obwohl die andere Seite einfach eindeutig die bessere ist. So ist das in der Hitze des Gefechts. Dann ist die Vernunft so ein bisschen runtergeschaltet. Hier, sehr nerviges Timing, dass die Tür immer dann blockieren, wenn ich ankomme und mich da nicht durchlassen. Vorbeirennen an den Gegnern. Das ist ja sonst so Dark Souls Tradition, dass wenn man einen Boss knabbert, dann man irgendwann an den ganzen Gegnern auf dem Weg dahin einfach vorbeirennt. Das hat jetzt hier zu gleich zwei verlorenen Estus-Ladungen geführt, schon bevor der Kampf eigentlich anfing. Ist ein bisschen viel, aber was will man machen? Ja, und jetzt kommt das Ende des Ganzen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Bereite jetzt hier nochmal den Homeward Bone vor. Weil, nachdem wie der letzte Kampf verlaufen ist, schon klar ist, dass es wahrscheinlich jetzt auch nicht klappen wird. Und um die Seelen zu retten und dieses Video zu einem Abschluss zu bringen, werde ich jetzt einfach darunter meine Seelen holen und dann mit dem Homeward Bone nach Hause fahren. So verwundet. Steht auf, springt, der Boden bricht ein. Übrigens ganz interessant, die Gegner nehmen Fallschaden, während sie fallen. Also nach und nach fallen da runter und nehmen keinen Schaden beim Aufprall, sondern während des Fluges. Der Hunter ist leider direkt gefangen. Ich habe immer noch meine Seele nicht geholt, übrigens. Jetzt fällt mir das auch gerade auf. Gehe ich doch in Ruhe. Und jetzt wäre der Moment, hier bei Homeward Bone rauszugehen. Stattdessen entscheide ich mich, ich probiere es nochmal. Feuer an meine Waffe machen. Und es klappt natürlich nicht. Gut, das ist alles nicht weiter schlimm. Die Seelen liegen ja jetzt einfach wieder und immer noch dort. Was schlimm ist und was mir auch eine sehr schlechte stoische Wertung für diese Folge, obwohl die jetzt so entspannt war und obwohl wir so viel über Theorie und Geschichte und Stoizismus geredet haben, bringt mir das eine sehr, sehr schlechte stoische Wertung, dass ich jetzt am Ende entdecke. Ich habe leider wieder mich nicht aufgenommen.
deswegen muss ich hier auch Playback machen. Deswegen dieses Rückspiel. Das Rückspiel gegen die Technik. Ich kämpfe jetzt nicht mehr gegen das Spiel, ich kämpfe buchstäblich gegen die Technik und gegen mich selber. Ich habe an diesem Tag 5-mal eine Aufnahme versemmelt und nicht keine kurzen Aufnahmen. Das sind jeweils ja, das war nicht ein Tag, das wäre ja ganz absurd. Das waren insgesamt mehrere Stunden mit Inhalt gefüllte Stunden von Aufnahmen. Und ich muss gestehen, dass ich bei aller Entspannung, die ich durch das ganze Spiel hindurch hatte, am Ende dann ein kleines Rumpelstilzchen wurde und lautstark schimpfend durch die Wohnung spaziert bin. Ich gelobe Besserung. Das ist ja die Stoic Challenge. Und nächstes Mal, ohne jeden technischen Versager, machen wir es wieder, wie Gott sich das gedacht hat. Spiel und Spieler als Einheit in der Stoic Challenge. Besucht mich wieder, ich freue mich drauf.